Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Hier ist gerade Wochenende angesagt mit Back for Blood. Das ist ein Zombie-Koop-Spiel, wo man im Team gegen Zombies kämpft. Das war in Saturn für 25 Euro. Diese Version, die wir haben, kostet normalerweise irgendwas mit 100 Euro, haben wir im PlayStation Store gesehen. Und da haben wir mal zugeschnappt, haben wir zusammen mit Far Cry 6 dann geholt. Das gab es dazu. Und ja, das Spiel macht relativ viel Spaß und wer kennt's nicht, Wochenende macht man sich so einen Zockerabend, aber ich glaube, so richtig mit meinem Papa so einen Zockerabend hatte ich noch nicht und das machen wir gerade mal. Also ich bin gerade bei meinem Vater im Zimmer, auf meiner PlayStation das Spiel nämlich noch gar nicht installiert und ja, hier ist Action gegen so einen Oberzombie. So, jetzt haben wir mal beim Spielen kurz Pause gemacht. Jetzt gibt es erstmal eine leckere Pizza. Und dazu schauen wir uns eine Serie an. Ja, und zwar Stromberg. Ich weiß gar nicht, wie alt das ist. Das kann ich echt schlecht einschätzen. Normalerweise kann ich sowas gut einschätzen. Das ist schon über 10 Jahre alt auf jeden Fall. Und ich habe es auch schon in meinem Leben, also mindestens dreimal gesehen. Ich finde es einfach genial. Also Stromberg, das hat schon was. Und ich freue mich ja auch, dass Sean das auch so gut findet. Ja, das ist so in dem Stil gemacht, dass es eine Reportage über so einen Bürodienst ist und ja, das ist aber in Wirklichkeit keine Reportage, das ist ja alles geschauspielert und das ist so auf lustig gemacht und das finde ich auch sehr lustig. Da ist der Stromberg zum Beispiel, Schauspieler kennt man glaube ich, so, aber da ist einer, der heißt Ernie und der ist so ein bisschen ja, tollpatsch und ein bisschen schusselig und so. Den finde ich am lustigsten. Und ich würde mal sagen, jetzt geht's los mit dem Vlog. Ja, Wochenende heißt ja nicht nur Gaming, sondern auch mal Sachen machen, wo man sonst keinen Bock zu hat. Johnny war gerade beim Friseur. Wie war's? Wie bist du mit dem Ergebnis zufrieden? Ja, zufrieden. Johnny war nämlich bei meinem Friseur, wo ich immer hingehe. Kann man ohne Termin rankommen, ist dann so groß schon wieder hier so. Und das Ganze kostet nur 14 Euro. Kann ich nur empfehlen, wer in Bremen wohnt, Domsheide. So. Und jetzt? Was ist jetzt? Duschen. Ja, natürlich. Jux? Nee, noch nicht, aber gleich wahrscheinlich. Ja, gut. Dann ab nach Hause. Bevor es wieder an die Spielkonsole geht, essen wir erstmal was. Ja, und zwar Burger. Genau. Ja, ich weiß, man soll normalerweise Fleisch aus der Region verwenden. Wir haben hier so Patties. Und schon mal ganz verwundert, dass sie so hart sind. Die klingen nämlich so, weil sie eben noch gefroren sind. Und die haben wir uns gekauft, die haben wir auch schon mal gehabt. Die sind wirklich total lecker. Das ist Fleisch aus den USA. Und ich bin ja der Meinung, kein Burger ist so lecker wie ein Burger aus den USA. Das kriegt man hier in Deutschland einfach nicht so hin. Es gibt ein paar Restaurants, wo ich schon mal war, die das annähernd so hinbekommen haben. Aber irgendwie, keine Ahnung, haben die Amis das besser raus, wie ein Patty schmecken soll. Muss, ja. Fangen wir erstmal an. Lange Rede, kurzer Sinn, ne? Ja. So.
während da die Patties vor sich hin braten, mache ich ein bisschen Kommentare. Und ich kann ja auch mal was vorlesen. Hier hat jemand geschrieben, super Video, sieht nach einem tollen Erlebnis aus. Ich ziehe im März nach Hamburg, vielleicht werde ich den Heidepark dann auch einmal besuchen. Und hier hat auch jemand geschrieben, einfach wow, ein tolles Video. Ich freue mich riesig auf die neue Season und kann es gerade nach diesem Video wie wahrscheinlich auch ihr kaum erwarten. Ja, dann geht's um den Heidepark, wo wir da hinter die Kulissen gucken durften. Und ja, ich versuche alles zu beantworten und durchlesen werde ich auf jeden Fall alles und markiere das dann auch mit einem Herz. Ja, wir nehmen natürlich so Burger-Dressing. Dressing, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall finden wir, dass das für den Burger das die beste Soße ist und ja, auf damit. In diesem Fall ist es bei uns so ein Dressing aus Dänemark und ich finde, das ist aber am leckersten. So gut für dich, Papa? Oder? Ja, ist gut. Ja, sieht gut aus. Ja, Käse haben wir leider vergessen, aber zum Glück noch rechtzeitig dran gedacht. Mir ist sogar aufgefallen, dass der Käse nicht da ist. Aber dann dachte ich halt, dass wir Hamburger machen. Aber jetzt haben wir zum Glück genug Käse. Und ich finde, Käse ist auch das Wichtigste am... Ja, verkackt. Egal. Aber ich finde auch, Käse ist das Wichtigste am Burger. So, wollen wir mal sehen. Ja, was soll ich sagen? Es schmeckt fantastisch. Richtig leckeres Abendessen ist das. Und mir schmeckt das Ganze natürlich auch. Super. So, Hamburger ist aufgegessen, war sehr lecker. Jetzt sind wir hier bei unserem Gaming-Abend, nennen wir es ja gerade. Ich muss mal sagen, ich habe total lange keine Spiele mehr gespielt, weil es für mich lange Zeit nichts mehr gab, was mich interessiert hat. Jetzt habe ich Urlaub gehabt, habe mir ein bisschen was gekauft. Ja, mal sehen, ob dieses Spiel hier, Far Cry 6, was für mich ist. Was sagen, Johnny? Ja, das Ding ist, es liegt nicht daran, dass er keine Spiele hat. Es liegt einfach daran, er spielt es einfach ähnlich. Er kommt da nicht wirklich zu. Ja. Und jetzt kommt... Jetzt mal was ist das hier? Oh. Na ja, gut, hier wurde ein bisschen heiß. Junge, der fährt einfach drüber. Das ist ein Flammenwerfer, Stefan. Ja. Na? Geh näher ran. Packe den ab. Packe den ab. Oha. Der läuft aber ganz schön noch weiter. Also bei The Last of Us sieht das anders aus. Was sind das denn für Spiele, die ich mir da gekauft habe? Oh, das ist Ruhe hier endlich. So. War ja auch schon ganz schön dunkel draußen, ne? Da kann man ein bisschen Licht machen mal. Naja, und wer jetzt denkt oder wer sich jetzt fragt, wieso muss das immer alles so brutal sein? Es ist ja so, dass die Spiele, die ein bisschen brutal sind, die machen also mir, muss ich mal sagen, am meisten Spaß. Und ich glaube, bei Johnny ist das nicht anders, oder? Ja, die machen am meisten Spaß. Also, es gibt natürlich auch andere Spiele, die nicht brutal sind, die auch Spaß machen, aber im Augenblick muss ich mal sagen, oha, ja Johnny, da geht's ganz gut ab. Ja. So, John ist jetzt in seinem Zimmer und wir machen jetzt was wir schon ganz früher mal gemacht haben. Wir spielen jetzt zusammen Fortnite. Ja, was soll ich jetzt sagen? Ich habe von dem Spiel nicht viel Ahnung. Um genau zu sagen, ich habe davon gar keine Ahnung. Ich weiß weder, wie man baut, noch wie man richtig schießt. Aber ich spiele mir schon in einem Team jetzt. Und er hat da einen Punkt markiert bei der Brücke da.
Da muss ich erstmal jetzt hinkommen. Das ist erstmal die erste Schwierigkeit des Ganzen. Ja, so. Auch, hier sind doch andere Gegner gerade. Und schon muss man eben ein bisschen helfen oder ein bisschen viel helfen, denn ich habe hier überhaupt keine Chance zu überleben. Ich weiß nur, dass an der Brücke da unten irgendwo baust du da was schon oder ist das ein anderer? Andere, habe ich doch schon gesagt. Da sind auch gerade andere Gegner gelandet. Na super, dann bin ich ja gleich tot. Ja. Egal, halt deinen Abstand von denen, du hast ja gar keine Waffen. Ich hab gar keine Waffe gehabt. Ja, meine ich doch. Hab doch gerade gesagt, dann halt dich von entfernen, wenn du keine Waffe hast. Also von vorne das Ganze. Ja, ich kann dich doch noch wiederholen, warte doch. Ach so. Oh, warte, da ist erstmal jemand. Darum muss ich mich zuerst kümmern, weil sonst hätte ich den. Naja. Vielleicht kommst du wieder, musst du einfach nur nach unten fliegen, dann ist gut bei mir. Nein, hinter dir. Ja, ich muss meine Waffe finden. Ja, hier sind doch welche. Ich hab doch einen Typen hier getötet. Ach, du bist da? Ja, jetzt. Ach so. Hab ich doch gesagt. Oh, und da vorne ist auch jemand gestorben. Also. Hier ist aber der Hai, musst du aufpassen. Wo ist die Waffe jetzt? Ja, hier vor der Tür liegen die rum. Bei dem Haus. Und ach, hier nein. Sind auch welche. Aber hier ist halt der Hai, das ist die Gefahr. So. Wie wechsle ich die Waffe jetzt? Ich habe schon wieder alles vergessen. Also bist du noch bei der Spitzhacke oder hast du schon eine Waffe in der Hand? Ich hab gar keine Waffe. Du musst erstmal da aufheben, damit du natürlich. Ja, ich hab die Waffe ja schon, aber wie. Achso, ich dachte, du hast keine Waffe. Hab einen? Ja. Wie nehme ich die Waffe jetzt auf? Du stehst da vorne, dann steht da Viereck und dann. Ja, aber wie kann ich die dann wechseln? Das meine ich ja. Ja, dann drückst du R1. Geht nicht. Dann drückst du Dreieck. Geht auch nicht. Dann hast du keine Waffe eingesammelt. Zeig doch mal hier an, Spitzhacke und dann 4 Waffen habe ich eingesammelt. Ja, ja, dann drückst du R1. R1. Habe ich gemacht, geht nicht, wie gesagt. Mach nochmal. Ich drücke die ganze Zeit drauf. Die Figur macht nichts. Die Figur, jawohl. Warte, ich komm mal her. Ich bin ja mal gespannt, was ich jetzt wieder falsch gemacht habe. Wie hast du das gemacht? Ach, das kann was werden, Leute. So. Ich werde dieses Spiel niemals verstehen. Obwohl ich eigentlich diese Spielidee gar nicht mal so schlecht finde. Außer diese blöden Tänze. Die? Ja, genau die. Völlig lächerlich. Warte ganz kurz. Warte. Stehen bleiben, nein, nein. Warte, bleib stehen. Hier, warte. So. Bis auf die Person, die mich da erschossen haben, habe ich noch gar keinen anderen da gesehen, der damit spielt überhaupt. Ich habe schon 2 Leute hier umgebracht. Ja, du. Ich habe noch nicht mal welche gesehen. Nein, nein, nicht schießen. Schießt du rum? Nein. Hinter uns. So, vielleicht bin ich schon wieder. Ah, da sehe ich jemanden. Spaß mit ihm. So, aber sein Kumpel. Ja, noch ein Arschloch. Nee, das ist Baum. Oh Mann, ey, nee. Ach, aber der ist fast tot. Einmal drauf schießt er weg. Schießt einfach drauf auf ihn.
Der hat richtig wenig Leben. Kurze Unterbrechung, es geht gleich weiter. Uns ist nur was aufgefallen. Ja, das Video wird ein bisschen kürzer. Ich merke gerade, wir sind jetzt gerade bei 15 Minuten als gewohnt. Es ist eben kein normaler Vlog. Es ist, es war für uns ein Gaming-Wochenende. Wir haben also uns mehr auf das Spielen an der Konsole konzentriert als aufs Filmen. Aber den Ausgang dieses Fortnite-Spiels, es ist eine Katastrophe gewesen für mich jedenfalls, zeigen wir euch natürlich gleich noch. Nochmal eben ganz kurz zu so Gaming allgemein. Viele von euch haben ja schon geschrieben, wir müssen mehr Gaming machen. Naja, das ist halt so. Viele interessieren sich halt für Gaming, aber unser Hauptcontent ist Vlogs und das sind ja zwei wirklich sehr unterschiedliche Sachen. Und wenn die Mehrheit das auch so möchte, aber man muss denken, nicht allen gefällt das so, genau. Dann können wir es halt nicht nur machen. Wir versuchen aber das immer wieder mal in so einen Vlog mit reinzubringen. Zumal, ich muss mal sagen, das Thema Gaming ist ja schon in meinem ganzen Leben doch tiefer verwurzelt, als man annehmen könnte. Ich kann also sagen, ich habe alle Sequenzen dieser ganzen Gaming-Szene eigentlich mitbekommen. Also die Anfänge damals mit diesem Atari, wo man dieses Tennis da hatte, mit zwei Balken an der Seite, mit so einem Ball, der immer hin und her geflogen ist, haben wir zu Hause zwar nie gehabt, aber Freunde von mir. Dann kam irgendwann der VC20, so ein Commodore-Computer, wo man, aus heutiger Sicht ist das so, dass da sich ein paar Punkte bewegt haben oder aus ein paar Punkten wurde da eine Figur zusammengesetzt. Sind wir früher in Schulpausen oder wenn mal Stunden ausgefallen sind, sind wir ins Kaufhaus gegangen, wo diese Dinger aufgebaut waren. Und dann haben wir dann da gespielt und man hat sogar da illegal Spiele kopiert und getauscht. Dann kam der C64, den habe ich dann auch gehabt. Dann kam der Amiga 500. Dann habe ich eine kleine Pause gemacht. Dann kam noch mal so ein GameCube hier von Nintendo. Oder? Von Nintendo. Das war ganz witzig. Naja, und dann irgendwann kam dann die Xbox 360, mit der ja auch John seine Gaming-Karriere begonnen hat. Ja, kann man sagen. Damit habe ich die alten Spiele noch alle gespielt. Ich spiele sogar ab und zu noch manchmal alte Spiele da drauf. Und zwar GTA 4 und Red Dead Redemption 1. Ja, die haben wir uns ja wieder gekauft, die Xbox 360. Und bei mir war es wegen GTA 4. Also ich liebe dieses Spiel wirklich. Gut, bevor wir jetzt den Vlog doch zu lange werden lassen, geht's jetzt weiter und zwar mit dieser Fortnite-Session. Der großen Katastrophe. So, jetzt komme ich wieder. Eigentlich ist ja das Ganze hier, weil es leben noch ganz wenig Leute und jetzt wissen alle, wo wir sind. Egal, das Spiel ist ein bisschen spannender. Oh, es kommt jemand. Ich. Habt ihr einen? Aber ich finde es noch da. Da kriegt noch einer rum. Pass beide. So. Warte, bleib da liegen, Papa. Ich komme. Oh, da ist noch einer. Okay, das war's, glaube ich. Ja. Ja, war an sich eine gute Runde. Vierter Platz. Ja. Naja, also. Ich weiß nur, dass dieses Spiel wo niemals was für mich werden wird. Ich muss noch ganz viel üben, eins von beiden. Ja, der Zockerabend, das ganze Zockerwochenende hat gerade sehr viel Spaß gemacht mit Papa. Und tut mir leid für diejenigen, die sich mit Gaming nicht so interessieren. Hier ist ja auch eine Alternative, wie man sich sonst beschäftigen kann. Was machst du so? Ich bereite das Abendessen vor und während der Auflauf im Ofen ist, wasche ich ab. Ja, hört sich ja toll an. So, und ich würde sagen, an dieser Stelle ist das Video zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr es liken, uns abonnieren und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!